Wie? Ist das, muss er ansagen? Richtig ja, so oder was? Ja, und diesen Strecken ranziehen, damit er sich ein bisschen aufpumpt. So, ja. Strecken und wieder ranziehen. Ich muss heute. Wie? Genau. Das kotzt mich immer an, dass Leute Witze reißen. Aber ich kann es nicht ändern. Heute Name bin ich fest. So, links. Der Andreas macht danach. Wie ist doch der Vergleich? Immer ohne und immer mit Muskel. Jawohl. Trizeps? Wie macht man den? Ich hab keine Ahnung. Ja, so, so einfach strecken. Nimm ruhig den Arm und so. Aber immer so hin und her. Mhm. Okay, links. Danach macht Andreas, wir wollen einen Vergleich haben. Ja, wenn es Zeit ist, den Thoma und Belenki auch noch, aber muss ich mal sehen. Wenn ihr zurück wollt zum Modell oder die Info kommen mit den, um euer Team aufzunehmen, die Amis, ist ja keine Zeit mehr. Okay, Prost. Prost, wie macht man das da? Okay. Ja, so, nicht? Irgendwie. Ja? Ja, beweg mal die Arme. Auseinander und wieder zusammen. Wenn ich da mehr Geld kriege? Nee, keine Angst. Zum Anfassen. Gut, wann wird der Bizeps am rundesten? Am rundesten? Ja. Ziemlich. So? So? Dreh doch mal die Faust, so hin und her. Mich vorher noch bräunen müssen, damit man das besser sieht. Das sieht man jetzt doch besser, ja? Ja, deswegen machen die das ja. Ja, fast alle Bodybuilder, die auf Meisterschaften gehen, die gehen ja derbe ins Sonnenstudio. Damit man die Kontraste besser sieht. Lacht nicht so! Wer lacht, kommt auch dran. Habt ihr gehört, ja? Wer lacht, kommt auch dran. Brustmuskel will er sehen. So gut. So? Mhm. Oder von hinten? Ja, erstmal von vorne. Ja, und von hinten? Kann man die Trizeps auch gut erkennen. Okay, dann Bauch. Bauch. Da muss ich ein bisschen zurück, okay. Die denken mir eine Hose machen hier. Mhm. Fein. Pumpt ihr nochmal den Bizeps ein bisschen auf, so. Hoch und runter. Lass dir ruhig Zeit dabei. Gut. Den oder? Mhm. Drauf.
Bist gleich dran hier. Andreas, du bist auch gleich dran. 6 Minuten hat er schon. Also mehr als 10 brauche ich wirklich nicht, beim besten Willen nicht. Gut, dann machen wir. Wo kommen die Adern am besten raus, wenn du was machst? Adern? Ja, hier, da. Da, ja. Da ist sogar eine Pustel hier. Naja. Das haben viele Bodybuilder. Ja. Das ist dann an den Stellen, wo die Ader einfach nicht mehr mitmacht und da kommt sie dann halt raus. Ach so. Ja. Wie kommt die Ader am besten raus? Oder? Ja, die ist immer draußen. Ja, dann sagen wir mal, wenn du den Arm aufpumpst oder dann. Was ist das hier, oder? Mhm, das meine ich. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Da warst du schon ein bisschen neidisch, ne? Ah, jetzt will ich ein Foto mal. Klar. Uns beiden. So. Jetzt nehmen wir den rechten Arm hoch. Ich stehe doof aus. Nehmen den rechten Arm mal hoch. Nein, nicht so hoch. So, und Bizeps. Strecke wieder und so weiter, ja? Ja. Genau. Jawohl. Ich gucke sogar um die Ecke beim nächsten. Jawohl, und Faust drehen. Gut, und links. So, wir sind ja schon bei 7 Minuten. Und drehen? Jawohl. Morgen. So, also wir haben Rücken, Trizeps, Bizeps, Brust, Bauch, hier oben, ja. Da weiß ich nicht, wie macht man das? Na gut, ihr habt auch kein spezielles Training dafür, ne, oder? Glaube ich. Geht das so, oder? Ja. Sieht man noch irgendwas? Irgendwas sieht man da. Na gut, dann machen wir jetzt das Letzte, nehmen wir noch beide Arme hoch und strecken wieder, beide. So? Jawohl, und Strecke. Oh ja, das ist auch gut. Oh, ich lache, ja. Ich kann da. Ich habe mich alle ankommen. Okay, Faust drehen noch. Ja, hast du was? Ich auch nicht. Ich hab fest, ey. So, okay. War's. Andreas. Jetzt.